nicht nur einen Präsentationstag, sondern eine halbe Präsentationswoche gibt es bei Petronas Yamaha aufzuarbeiten. Und damit herzlich willkommen, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und MotoGP-Freaks, zum fünften Launch-Video dieser Saison 2021. Über drei Tage zieht sich diese gesamte Petronas Yamaha-Präsentation. Mittlerweile am Montag hat es begonnen, da wurden die Motorräder im neuen Design vorgestellt. Da durften wir auch mit Teamchef Hasan Rasali und Teamdirektor Johann Stiegefeld sprechen. Gestern dann am Dienstag Franco Morbidelli und der Teammanager Wilco Sielenberg und heute der große Neuzugang Valentino Rossi, und mit dem wollen wir jetzt auch beginnen. Ja, Valentino Rossi zum ersten Mal seit 2012 nicht Teil des Yamaha-Werksteams, er ist in das Petronas Yamaha-Kundenteam gewechselt, das ist ein Wechsel, den man gemeinhin jetzt eher als Abstieg sehen würde vom Werksteam in die Kundentruppe. Das Ganze könnte aber auch seine Vorteile für Valentino Rossi haben, vor allem auch wenn man betrachtet, wie dieses Petronas Yamaha-Kundenteam in den letzten zwei Saisons, länger existiert ist ja noch gar nicht, performt hat. Da war man eigentlich immer konstant auf Augenhöhe oder sogar eine Stufe über dem Werksteam zu finden. Und das wird sich jetzt eben auch Valentino Rossi zunütze machen. Die Frage ist, wie gelingt das und wo liegen überhaupt die großen Unterschiede? In den drei Calls mit dieser Dreifachspitze, bestehen aus Hasan Rasali, aus Johann Stiegefeld und aus Wilco Sielenberg, hat man da schon rausgehört, dass bei Yamaha im Werksteam eben gewisse Sachen sehr anders gehandhabt werden als bei Petronas Yamaha. Hasan Rasali meinte da so, ja, das Werksteam geht halt eher ein bisschen bedächtiger zur Sache. Da ist man oft auch ein bisschen eingeschränkt, weil man ja quasi direkt vom großen Unternehmen Yamaha abhängig ist. Und er meinte, wir bei Petronas Yamaha, wir fahren da einfach wie ein Bulldozer rein, wenn es irgendwas zu entscheiden gibt, wenn es irgendwas zu kämpfen gibt für unsere Piloten, dann setzen wir uns da auch knallhart durch und versuchen alles, um eben das Beste rauszuholen. So hat er das Ganze formuliert. Johann Stiegefeld war ein bisschen diplomatischer. Er meinte, ja, wir sind vielleicht einfach eher so die Anpacker. Er meinte, er hat von einer Hands-on-Mentalität gesprochen. Also es ist ein kleineres Team, wo eben einfach dann auch mal der Teamdirektor oder der Teammanager mal richtig mit anpackt auch. Und das war auch so ein bisschen das, was Wilco Sielenberg gesagt hat. Er meinte auch, ja, im Werksteam sind eben mehr Leute involviert, aber das muss auch nicht immer gut sein, von wegen viele Köche verderben den Brei. Und er meinte auch, wir sind eine kleine Truppe, aber jeder weiß ja genau, was er zu machen hat. Und so hofft man eben, dass das dann in weiterer Folge für Valentino Rossi gewinnbringend sein könnte. Er selbst meinte auch, ja, er hat auch diesen Eindruck, es sind weniger Leute da, aber die funktionieren alle sehr gut miteinander. Und er meinte, ein großer Unterschied ist eben, er wird 2021 ja das aktuellste Motorrad haben, die aktuellste Yamaha, aber er wird nicht mehr diesen Weiterentwicklungsprozess machen müssen, den man eben als Werkspilot erledigen muss im Werksteam. Also er meinte, er kann sich dann mehr auf das Rennwochenende selbst, auf die Resultate konzentrieren und muss weniger Entwicklungsarbeit leisten, was eben sehr viel Ressourcen so einem Rennwochenende auffrisst. Also das wird so mal der große Unterschied sein für Valentino Rossi. Es gibt aber auch bereits ersten Input von der Teamführung an Valentino Rossi, woran er vielleicht von sich aus arbeiten könnte. Wilco Sielenberg, die zwei kennen sich ja schon seit längerer Zeit, als damals Valentino Rossi noch zusammen mit Jorge Lorenzo im Werksteam war. Da war Wilco Sielenberg eine ganz wichtige Persönlichkeit auf der Seite von Jorge Lorenzo. Also der weiß auch schon ein bisschen, wie Valentino Rossi arbeitet. Und der meinte, eine Sache, die Valentino Rossi sehr gerne macht, ist, unglaublich lange vor dem Computer zu sitzen und sich da die Daten des Motorrads bis ins kleinste Detail anzusehen. Und er meinte, er übertreibt es da manchmal vielleicht ein bisschen. Er verrennt sich da ein bisschen in dieses Thema, verbringt sehr viel Zeit mit Sachen, die im Endeffekt aber nicht wirklich was bringen. Also er ist da der Meinung, weniger wäre mehr, und Valentino Rossi wurde heute eben in seinem Zoom-Call darauf angesprochen, und er meinte, ja, er ist da absolut offen für neue Inputs, auch mit 42 Jahren überlegt er sich da gerne die ein oder andere Sache nochmal neu und ändert auch gerne noch seine Arbeitsweise. Also vielleicht ist auch gerade das, was Valentino Rossi braucht, einen neuen Input, vielleicht nochmal eine neue Arbeitsweise, auch im hohen Alter, um so vielleicht wieder an die Erfolge von vergangenen Jahren zurückzukommen, weil in den letzten beiden Jahren, das hat er heute selbst angesprochen, das war deutlich zu wenig, nur 3 Podien in 2 Jahren, seit 3 Jahren sieglos, also da muss natürlich auch von seinem eigenen Anspruch her deutlich mehr kommen, damit es dann auch für Valentino Rossi eine Zukunft in der MotoGP gibt. Stichwort Zukunft, das war natürlich ein großes Thema auch heute in Valentino Rossis Zoom-Call. 42 Jahre ist er mittlerweile, jetzt nochmal die neue Herausforderung mit Petronas Yamaha. Er hat aktuell nur einen Einjahresvertrag. Die Frage ist, geht es über 2021 hinaus weiter? Valentino Rossi hat das so beantwortet, wie er Fragen nach seiner Zukunft eigentlich seit Jahren immer gleich beantwortet. Und zwar meint er,
Er schaut sich die erste Saisonhälfte an, er schaut, wie es da läuft, wie die Resultate sind und dann wird er ungefähr zur Saisonhalbzeit in der Sommerpause, will er dann eine Entscheidung treffen. Er meinte aber auch, er kann gar nicht sagen, ob er überhaupt eine Entscheidung haben wird oder ob ihm Yamaha diese Entscheidung abnehmen wird. Das hat er so ein bisschen als Scherz verpackt, aber es dürfte schon ein ernster Hintergrund dahinter stecken. Denn Raslan Rasali hat uns am Montag bereits verraten, dass Yamaha in den Vertrag, dieser Vertrag jetzt mit Valentino Rossi wurde ja zwischen drei Parteien, zwischen Yamaha, Petronas Sepang Racing Team und Valentino Rossi geschlossen. In diesem Vertrag hat Yamaha eine Leistungsklausel mehr oder weniger eingebaut. Er wollte da keine genaueren Details nennen. Fakt ist aber, Valentino Rossi muss in der Saison 2021 gewisse Erfolge erreichen, um eben noch eine Zukunft in diesem Projekt zu haben. Was das genau ist, wissen wir eben nicht. Valentino Rossi selbst spricht aber immer davon oder hat jetzt immer davon gesprochen, er will eben konstant aufs Podium fahren, er will konstant konkurrenzfähig sein und er will auch Rennen gewinnen. Das ist seine eigene Zielsetzung. Also wahrscheinlich in dem Bereich dürfte sich auch irgendwo diese Leistungsklausel bewegen. Wenn er das erreicht und wenn er eben selbst mit seinen Leistungen zufrieden ist, was ja dann auch der Fall sein wird, dann meint er, besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir ihn auch 2022 in der MotoGP sehen. Aber für alle Fans da draußen, die auf die Entscheidung warten, wie gesagt, ein paar Monate wird das noch dauern, bis zur Sommerpause ungefähr, bis zur Saisonhalbzeit. Dann werden wir da genau Bescheid wissen. Natürlich müssen wir auch auf die andere Seite der Petronas Yamaha-Box blicken, denn da sitzt niemand geringere als der amtierende Vize-Weltmeister Frankie Morbidelli. Ja, ein Schützling von Valentino Rossi, eigentlich der erste Mann aus der VR46 Academy, der den ganz großen Durchbruch geschafft hat, der Moto2-Weltmeister geworden ist, der den Aufstieg in die MotoGP geschafft hat, der im letzten Jahr 3 Rennen gewonnen hat und dann eben Vize-Weltmeister geworden ist. Im Vorjahr haben ihm dann im Endeffekt nur 13 Punkte auf Weltmeister schon mir gefehlt. Wenn wir zurückdenken, Jerez, Motorschaden, Ausfall auf Podiumskurs, wenn wir das so aufrechnen, also Franco Morbidelli war vor allem in der zweiten Saisonhälfte einer der ganz starken oder vielleicht der stärkste Mann im Feld. Dementsprechend hoch sind natürlich die Erwartungshaltungen an ihn und auch dementsprechend groß ist auch die Erwartungshaltung, die er an sich selbst richtet. Er meinte, er glaubt, dass er in eigentlich jedem Bereich noch zulegen kann, er glaubt, dass er sich überall noch steigern kann und somit möchte er mindestens die Resultate, die er im Vorjahr eingefahren hat, auch in diesem Jahr wiederholen. Er meinte, er kann sich überall steigern oder sie können sich überall steigern, eben mit einer kleinen Ausnahme. Und das ist das Motorrad. Denn im Gegensatz zu Fabio Quartararo, zu Mary Cunales und zu Valentino Rossi wird Franco Morbidelli nicht die aktuellste Spezifikation der Yamaha M1 fahren. Es ist vertraglich so festgeschrieben mit dem Team, dass da quasi ein Fahrer eben immer auf einem B-Spec oder A-Spec, je nachdem, wie man es bei Yamaha bezeichnen mag, also einfach einem Modell der nicht letzten Ausbaustufe unterwegs ist. Ist es ein Nachteil? Ist es ein Vorteil? Es könnte in beide Richtungen gehen. Wenn wir in den letzten Jahren zurückblicken bei Yamaha, da war es oft so, dass die Vorjahresmaschinen teilweise sogar besser funktioniert haben als die neuen Motorräder. Also Franco Morbidelli, das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, da auf einem älteren Motorrad zu sitzen. Er hat mit diesem Motorrad im Vorjahr 3 Rennen gewonnen, war sehr nah am WM-Titel dran. Also man weiß auf jeden Fall, er kommt mit diesem Motorrad zurecht und Fakt ist ja auch, durch die Entwicklungssperre mehr oder weniger über den Winter konnte ja auch die Konkurrenz oder konnten sich generell die neuen Motorräder weniger weiterentwickeln, als das in einem normalen Jahr der Fall gewesen wäre. Also dieser Nachteil mit der Vorjahresmaschine sozusagen ist wohl in diesem Jahr ein nicht allzu großer. Somit Frankie Morbidelli natürlich auch ein ganz großer Anwärter auf die MotoGP-Krone 2021. Er hat da auf der anderen Seite mit Valentino Rossi einem Mann, der darum kämpft, endlich wieder an die MotoGP-Spitze zurückzukehren. Eine ganz interessante Dynamik, vor allem natürlich auch, wenn man sich in Erinnerung ruft, welches Verhältnis Franco Morbidelli und Valentino Rossi pflegen. Valentino Rossi war der große Lehrmeister oder ist der große Lehrmeister, wie auch immer man das sehen mag für Franco Morbidelli. Valentino Rossi hat in gewisser Weise die Karriere von Franco Morbidelli gerettet, der damals in der italienischen Superstock-Meisterschaft festgehangen ist. Valentino Rossi hat ihm da kräftig unter die Arme gegriffen und hat ihm so ermöglicht, eben seinen Traum von der MotoGP da wirklich zu leben. Franco Morbidelli, der ist ja schon generell ein bisschen bekannt so als der Philosoph unter den MotoGP-Piloten, gleitet da in seinen Zoom-Calls gerne mal ins Philosophische ab. Und so auch am Dienstag, als angesprochen wurde, eben auf das Verhältnis zu Valentino Rossi, auf diese Dynamik, die da jetzt im Team entstehen könnte, da meinte er, ja, MotoGP ist sehr wichtig für uns, ist eine Sache, die wir alle seit langer Zeit machen,
aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist im Endeffekt ein Spiel und ein Spiel kann nie so wichtig sein wie eine wahre Freundschaft. Also er meinte, er möchte Valentino Rossi einfach nach wie vor mit dem größtmöglichen Respekt entgegentreten, auch wenn eben alter Rennfahrerweisheit der Teamkollege immer der erste Gegner ist. Valentino Rossi wurde heute darauf angesprochen und er sagte, ja, ihm haben diese Worte sehr gut gefallen, aber er weiß mit all seiner Erfahrung auch, dass es nicht einfach ist, eine Freundschaft zu einem Rivalen zu haben, vor allem wenn es eben der Teamkollege ist. Er meinte, das ist sicher etwas, woran man hart arbeiten muss, was viel Arbeit bedeutet. Aber er meinte, er und Franco Morbidelli, sie kennen sich schon sehr lange, sie kennen sich sehr gut und er glaubt, dass sie es schaffen werden, auf der Strecke eine Rivalität zu haben und dennoch ihre langjährige Freundschaft aufrechtzuerhalten und so eben das bestmögliche Gefüge quasi für das Team da rauszuholen. Ein großes Thema, das in diesen Zoom-Calls dann auch aufkam im Rahmen des Petronas Yamaha-Launches, ist ein Thema, das sich etwas abseits von der Rennstrecke abspielt, eher im politischen Bereich. Und zwar geht es darum, wie sieht die Zukunft dieses Teams aus? Wir haben es angesprochen, das Team gibt es erst seit zwei Saisons. Also zwei Saisons ist mir jetzt gefallen in der MotoGP. Und jetzt mit Saisonende, also mit dem dritten Jahr, endet der Vertrag mit Yamaha. Also sprich, man könnte sich einen neuen Motorradlieferanten suchen oder umgekehrt, Yamaha könnte sich ein neues Kundenteam suchen. Die Verhandlungen laufen aktuell. Es gibt seit Dezember ein erstes Angebot von Yamaha, das hat Rasan Rasali verraten, wo eben also die Grundbedingungen quasi festgeschrieben sind. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie geht es da weiter? Rasan Rasali meinte schon, er ist nicht unbedingt hundertprozentig zufrieden damit, wie Yamaha mit seinem Team in der Vergangenheit umgegangen ist. Er wünscht sich da mehr wegzukommen von diesem Standing als Kundenteam oder Satellitenteam eben. Er meinte, er hasst diese Begriffe. Er will einfach quasi ein Teil dieses Werksprojekts sein, wie man es ja zum Beispiel bei KTM kennt mit dem Kundenteam Tech 3. Also erwartet sich von Yamaha da schon mehr. Und er meinte auch, Yamaha hat in den ersten Verhandlungen, in den ersten Gesprächen signalisiert, dass man auch in diese Richtung gehen möchte. Fakt ist aber auch, und das hat Rasali ganz deutlich gesagt, seine Tür steht immer offen für andere Hersteller. Also bei Suzuki zum Beispiel, da weiß man ja, da sucht man ein, oder möchte man gerne ein Kundenteam aufbauen. Also wenn die amtierende Weltmeister da bei ihm anklopfen, dann wird er sich dieses Angebot auch anhören. Natürlich gibt es auch Konkurrenz um die Yamaha-Motorräder. Wir wissen, vor einem VR46-Team, ein Valentino Rossi-Team, das könnte es schon in der nächsten Saison geben. Bei Avincia, da hat man sich ja schon so auf eine schrittweise Übernahme quasi vorbereitet. Da wird ja schon in diesem Jahr Luca Marini im VR46-Design fahren. Und was man so hört, im nächsten Jahr soll das Team generell ein VR46-Team dann sein. Da könnte es passieren, dass man mit Ducati weitermacht. Da könnte es natürlich aber aufgrund der langjährigen Verbindung zwischen Valentino Rossi und Yamaha auch sehr gut sein, dass man da auf M1-Motorräder setzen wird. Und zwei Kundenteams wird Yamaha wahrscheinlich nicht beliefern. Somit könnte Petronas eben auch diesen Yamaha-Deal an den aktuellen Piloten Valentino Rossi verlieren. Also ganz kuriose Konstellation. Aktuell weiß da keiner genau, was rauskommen wird. Es scheint schon so, als ob Petronas mit Yamaha weitermachen wollen würde, aber eben nur unter gewissen Bedingungen. Und das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, ob Yamaha das erfüllen kann und das erfüllen will. Rasan Rasali meinte, eine Entscheidung soll da etwa im Mai oder im Juni fallen. Oder meinte, davor auf keinen Fall. Also ein paar Wochen oder Monate haben wir da noch Zeit, bis wir da genauer Bescheid wissen. Ja, das war es dann auch schon vom Petronas Yamaha Launch. Natürlich wie immer gerne eure Einschätzung unten in die Kommentare rein. Was traut ihr Valentino Rossi 2021 zu? Schafft der Altmeister nochmal das große Comeback? Schafft er nochmal die Rückkehr an die MotoGP-Spitze? Und natürlich auch, was kann sich Frankie Morbidelli ausrechnen? Der Vize-Weltmeister im Vorjahr nur ganz knapp, schon mir unterlegen, drei Rennen gewonnen. Was ist für den drinnen mit dem etwas älteren Motorrad? Das gibt es immer zu bedenken. Und natürlich auch immer gerne Feedback über dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen, natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke läuten. Somit verpasst ihr dann auch keine weiteren Updates. Die Testfahrten gehen ja demnächst los. Auch da gibt es jede Menge Content von uns. Und dann wünsche ich euch mal eine schöne Zeit und wir sehen uns dann spätestens bei den Testfahrten wieder. Ciao.